So. Die können wir auch aussortieren. Das können wir aussortieren. Die Drachenseele. Die Seele eines Drachen, der den Weg zum Schrein bewacht. Wachen die Drachen aus eigenem Willen über das Land oder unterliegen sie einem Aldia-Zauber? Ja. Das ist auch eine sehr gute Frage. Denn es gibt viele Spekulationen über den Drachenhorst hier. Den Stab haben wir bereits. Eins von den Schilden kann weg. Drachenakolyt. Was? Nee, die kann auch weg. Und ansonsten haben wir hier noch den Seengeisier, der weg kann. Ah, das war's erstmal. Ja. So, das heißt, zurück nach Majula. Mit ihr reden. Und aufsteigen. Nämlich das hier mal auf 30 bringen. Das auf 30 bringen und dann machen wir am besten mit Geschicklichkeit mal weiter. Jo. So, mit dem restlichen Sehen kaufen wir hier ein. So, da haben wir wieder genug Lebenssteine. Ja. Wir sollten zum Mollin. Nicht zum Mollin, der ist ja da drin. Zu Kale. Und können mal wieder über die Karte resignieren. Jo. Even more. I would not. It was but... Mehr hat er nicht zu sagen für den Augenblick. Also, fassen wir mal wieder zusammen. Gefallener Riese. Verlorene Sünderin. Eisenkönig. Der Rotten. Freier, die Geliebte des Dukes. Der Königsring. Es fehlen also noch genau zwei Leuchtfeuer hier. Und dann haben wir alles erledigt. Also ja, ich kann vorwegnehmen, es sind insgesamt 8 Leuchtfeuer hier, die wir entzünden müssen. 2 davon fehlen uns jetzt noch. So, darunter fallen will ich nicht. Ja, zu der Feder. Der Gegenstand ist ein bisschen... Naja, muss ich sagen. Es ist okay, dass wir ihn so spät im Spiel kriegen. Das Problem ist, wir nehmen ihn ins New Game Plus mit. Also wir verlieren ihn nicht am Anfang. Wir sind also nie wieder auf Heimkehrknochen angewiesen. Auch wenn ich die eh nicht selber nicht so häufig benutze. Aber hey, da ich die jetzt habe, die Feder, will ich mal kurz probieren, ein paar Mal, ob ich nicht hier unten an den blöden Gegenstand rankomme. Dass wir das auch mal erledigt haben. Weil dann haben wir, abgesehen von dem alten Mann da, der uns den Pfad der Dunkelheit anbieten wollte, haben wir dann alle offenen Enden abgehakt. Ich hasse es, wenn das passiert. Wow. Das war die falsche Taste, aber es hat gewirkt. Ohne uns in den Tod zu stürzen. So.
Gut, erst hier rüber. Da müssen wir irgendwie gucken. Nein. Dass wir darüber springen können. Der Sprung ist so tricky, da braucht man zig Versuche, bis man den mal geschafft hat. Und ganz ehrlich, für den Sprung lege ich mal den Katzenring an, dass wir es leichter haben, runterzukommen. Weil Seen sammeln wir jetzt eh keine. So. Der Sprung macht keinen Schaden. Der Sprung auch nicht. Der hat ein bisschen Schaden gemacht, aber das ist okay. Wow. Ja, schnell porten. Danke. Das ging wieder schief. Also man sieht, man kommt nicht sehr leicht an den Gegenstand heran. Aber ich möchte ihn einfach der Vollständigkeit halber auch noch einsammeln. Ich habe es ja immer wieder geschafft, nur habe ich zig Versuche immer gebraucht. Und irgendwann wird mein Daumen müde vom Leertaste gedrückt halten. So. Wow. Nein, nicht zurückkehren. Einfach mal trinken. Und wir haben es rüber geschafft. So, Funkelechse ignorieren. Da drückt man auf C und es passiert nichts. Habe ich das jetzt getötet oder bin ich noch rechtzeitig weg? Also ja, dann wenn man es ausprobiert, dann klappt es mit dem Springen. Aber wenn man Springen braucht, dann reagiert es nicht. Das kennt man aus jedem Jump-and-Run-Spiel, oder? Dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, einmal hier runter. Einmal hier runter. Und hier runter. Hier rüber. Genau, man macht solche Hasenfußsprünge, ey. Weil man irgendwo sich verkantet oder nicht mehr genug Anlauf hat. Ja, das ist immer gruselig, wenn man sich wegteleportiert und einen dann, man da auch noch angefallen wird. Nee, nee. So, runter. Hier runter.
So, warten, bis wir voll aufgetankt sind. Und ich habe schon wieder... Bin schon wieder nicht gesprungen. Mensch. Entweder mache ich so Midi-Sprünge oder ich springe gar nicht, sondern rutsch ab. Das gibt's doch echt nicht. Vor allem, dass man das immer wieder so machen muss, wenn man einmal gefailt hat. Dumm, die dumm, die dumm. So. Okay, wir sind unten. So. Und ja, weil ich immer an der blöden Säule hängen bleibe. Springe ich nicht. Gut, ein Versuch noch. Mal kurz auftanken. So, sicher ist sicher. Von woanders ist der Sprung auch nicht zu schaffen. Ich habe es auch schon früher von der Brücke aus versucht oder anders. Man muss genau den richtigen Winkel finden. Man muss und den genau im richtigen Zeitpunkt abspringen. Oh, nein, ich will nicht zurückkehren. Ich will was trinken. So, jetzt aber. Weil von hier aus ist der Sprung zu weit und hier drüben lang kommt man auch nirgends. Ja. Komm, verkrümel dich. So, man hat nur die Möglichkeit hier zu springen und wenn ich da hängen bleibe, dann... Klappt das nicht? Das hätte fast geklappt. Ein Versuch noch. Und ja, ich bin ehrgeizig, ich weiß. Ein letzter Versuch, dann lassen wir es mal für die Aufnahmesession und probieren es am Anfang der nächsten Aufnahmesession noch einmal. Dum, 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 dum. Und runter. Darunter. 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 So. So. Ich hätte ihn versuchen können, in der Luft zu plündern, aber das klappt leider nicht. Okay. Das heißt, wir reisen jetzt zum Drachenhaus zurück. Und machen da weiter. So. Wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Erstmal sind die Brücken, also diese Brücke hier zum Beispiel, kaputt.